Wir haben Umar ibn, wir haben Abu Bakr radiallahu anhu gefragt, während seiner Todeszeit, was wirst du zu Allah sagen? Was wirst du zu Allah sagen, wenn er dich fragen wird, warum hast du Umar ibn al-Khattab als Nachfolger auserwählt? Und Abu Bakr radiallahu anhu antwortete, ich werde sagen, oh Allah, ja Rabbi, ich habe wahrlich den Besten von ihnen auserwählt. Und er war wirklich der Beste der Umma nach Abu, nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nach Abu Bakr. Und diese Beispiele, die wir inshallah geben werden, die sind nicht chronologisch aufgebaut, yani mit seinem Leben von Anfang bis zum Ende, sondern wir werden einige Punkte inshallah entnehmen. Warum? Damit für den einen oder anderen der Islam ein bisschen mehr Farbe bekommt. Versteht ihr? Ein bisschen mehr Farbe bekommt. Und damit man besser verstehen kann, wie der Muslim eigentlich sein soll oder wie das Verhalten zumindest, wenn auch nur grob, sein soll. Und damit auch, wenn man diese Menschen kennt und diesen Menschen vor allem, damit sich deutlich zeigt, was eigentlich ein wahres Vorbild ist. Und damit entblößt wird jeder, der sich als Vorbild gibt, aber zu Schlechtem ruft, zu Unrecht und Verbrechen, zu Unzucht ruft, zu Drogenkonsum ruft und. Wenn wir diese Persönlichkeit kennenlernen, wissen wir, was die Definition inshallah von wahrer Männlichkeit, Al-Futuwa ist, von dieser Stärke, von dieser Würde, über die Allah Jalla Jalaluhu im Koran redet. Gerade im 21. Jahrhundert ist das Wissen über eine Person wie Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sehr wichtig. Diese Persönlichkeit, ein Beispiel an jedem Ort und zu jeder Zeit. In einem Zeitalter, wo die islamische Nation im Unrecht vertieft ist, wo die Menschen Al-Akhirah vergessen haben, das nächste Leben vergessen haben. In einer Zeit, wo die Leute falsche Vorbilder genommen haben. In einer Zeit, wo das Gute nicht mehr geboten wird, das Schlechte nicht mehr verboten wird. Afwan. Ist Umar und seine Persönlichkeit und sein Charakter von dringender Notwendigkeit, dass man ihn kennenlernt. Umar radiallahu anhu vor dem Islam war er bekannt, dass er eine edle Abstammung hatte. Er war von dem Quraysh, von einem edlen Stamm, das heißt, dass sie also eine reine Kette haben, das heißt reinrassige Araber, wenn man das so sagen kann. Er war vor Islam bekannt für seine edle Abstammung und er war ein Botschafter und ein Sprecher und ein Vermittler der Quraysh zu den anderen Stämmen. Und er war für seine Intelligenz und für seine Kühnheit und für seinen tiefen Blick schon in der Jahiliyyah bekannt. Und für seine Stärke und seinen Mut und seinen Enthusiasmus war er schon vor dem Islam bekannt. Es kam, wie es kam, das Jahr der Offenbarung begann und das war in dem Zeitpunkt, als Umar radiallahu anhu circa 27 Jahre alt war. Umar war in der Anfangszeit sehr nationalistisch. Er war sehr rassistisch in der ersten Zeit. Er hat sehr viel Wert auf den Stamm und auf die Rasse und auf die Religion der Vorväter genommen. Und er gehörte anfangs zu den Leuten, die am strengsten gegen den Islam waren. Und circa 5 bis 6 Jahre lang war er ein Feind dieser Religion oder jemand, der diese Religion angefeindet hat und der diese Religion nicht wollte. Und diese 6 Jahre gehörten zu den schlimmsten Jahren der Muslime, voller Unterdrückung, Folterung, Beleidigung, diese Zeit. Bis es kam, es waren 39, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Islam angenommen haben. 39. Und sie haben in Erniedrigung gelebt, sie haben gelebt unter Unterdrückung. Bis der Prophet, alaihim rabbi afdalus salam wa atammu taslim, gesagt hat, oder die Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, er hat gesagt, Ya Allah, Allahumma, a'izza al-Islam, bi ahabbi rajulayn mink, bi Umar ibn Hisham, au Umar ibn al-Khattab. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, O Allah, bitte leite einen von diesen beiden Männern recht, den du eher liebst,
für die Rechtleitung Umar ibn al-Hisham, also Abu Jahl, oder Umar ibn al-Khattab. Und wie es Allah Jalla Jalaluh bestimmt hat, und er hat die Dua vom Propheten sallallahu alaihi wasallam angenommen, wählte er Umar ibn al-Khattab aus, radiallahu anhu wa ardah. Und das geschah wie folgt, wie in einer Überlieferung von Ibn Ishaq, rahimahullah, überliefert wird. Umar, eines Tages hat die Wut zu dieser, ich will nicht sagen Hass, weil er war ehrlich, sonst hätte Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht recht geleitet. Diese Wut über diese Religion, die ging einmal so weit und ist so ins Übertriebene gegangen, dass er die feste Absicht gefasst hat, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten. So hang er sein Schwert um und machte sich auf den Weg zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es ist bekannt, dass die Muslime in der Anfangszeit in Darul Arqam einem Sahabi heimlich die Anbetung vollzogen haben. Auf dem Weg dorthin trifft er einen Sahabi, der seinen Iman versteckt hatte. Man sagt, es wäre Na'im ibn Abdullah oder einer von Banu Hisham oder Abu Zahra. Jedenfalls trifft er einen Sahabi unterwegs, der seinen Islam verheimlicht hat. Der Sahabi sieht, dass Umar radiallahu anhu mit fester Absicht irgendwo hingeht. Und er fragt ihn, ja Umar, wohin beabsichtigst du zu gehen? Er sagt, ich beabsichtige, Muhammad zu töten. Dann sagte er, dieser Sahabi, hast du denn nicht Angst, dass die Banu Hisham und die Banu Zuhra sich danach bei dir rächen werden, weil es gab ja dieses Blutsgeld, was man bezahlen muss, und man war durch den Stamm geschützt, dass man nicht getötet wird. Und dieser Sahabi meinte, der sein Iman verheimlichte, hast du nicht Angst davor, dass die Banu Hashim und die Banu Zuhra sich bei dir rächen werden? Guck mal, Umar radiallahu anhu, in der Jahiliyyah, wie schlau der war. Und wie er die Worte gesehen hat und verstanden hat und wie er die Menschen durchschaut hat und was er für eine Menschenkenntnis hat. Er hat gesagt, du hast die Religion von Mohammed angenommen. Du hast seine Religion sein gelassen. Dann der Mann natürlich wollte ablenken. Er hat gesagt, aber soll ich nicht etwas sagen, was dich erstaunen wird? Deine Schwester und ihr Schwager haben den Islam angenommen. Sie haben deine Religion abgelegt. Umar radiallahu anhu, in dem Moment, die Absicht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hat sich verändert, zur Absicht, zu seiner Schwester zu gehen. Und subhanallah, das war schon von Anfang an die Rechtleitung Allahs und die Dua des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er machte sich auf den Weg zu seiner Schwester. Er näherte sich zum Haus und bei ihnen war ein Sahabi, dessen Name mir jetzt auch nicht einfällt, der bei ihnen Surah Taha rezitiert hat. Umar radiallahu anhu näherte sich und hörte diese Rezitation. Sie bemerkten, Fatima radiallahu alaiha, sie bemerkten, dass Umar, also die Schwester von Umar, sie bemerkte und die Familie und ihr Mann, dass Umar sich nähert. Was passiert? Dieser Sahabi hat sich versteckt in einem Raum und Fatima radiallahu alaiha hat dieses Stück Papier, wo drauf es stand, versteckt. Umar radiallahu anhu kommt rein und hat gesagt, was ist das, was ich hier bei euch gerade gehört habe? Sie sagen, wir haben nur untereinander Worte gewechselt. Und dann Umar radiallahu anhu hat gesagt, habt ihr etwa zur eure Religion sein gelassen und zur Religion von Mohammed gewechselt? Hier, der Schwager war nicht ruhig, hatte keine Angst und sagte, oh Umar, was meinst du? Und er wusste über die Shidda von Umar, die Strenge von Umar radiallahu anhu, er wusste das. Aber Ahlul Iman, La yirhabuna illa al-jabbar. Die Leute des Imans, die fürchten nur den Allbezwinger und keinen. Und so müssen wir sein. Schaut mal, in allem, was ich bis jetzt erzählt habe, gibt es Lehren und Beispiele. Jede Tat, jede Eigenschaft, wir müssen pflücken davon, was nützlich inshallah für uns ist. Was passiert? Er sagt, was meinst du, Umar, wenn die Religion woanders ist als bei dir? Umar radiallahu anhu, und dann sagt er, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Umar radiallahu anhu hat ihm einen heftigen Schlag versetzt und die Schwester kam und wollte ihren Mann verteidigen, also die Schwester von Umar. So hat Umar sie auch eine Ohrfeige verpasst, dass sie angefangen hat zu bluten. In diesem Zustand. Und dann Fatima, als sie diesen Schlag bekommen hat, hat es ihren Mut gemehrt.
und ihre Stolz auf diese Religion gemerkt. Und sie sagte nochmal: O Umar, was meinst du, wenn die Religion bei jemand, bei, wenn die Wahrheit bei einer anderen Religion ist als bei dir? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Umar in diesem Szenario, in dieser Atmosphäre, sieht, er hat den Schwager geschlagen, sieht seine Schwester mit Blut und hat angefangen sich zu schämen. Weil er war ein Mann, wild, aber gerecht. Und er hat gesehen, dass er seine Schwester geschlagen hat, hat sich geschämt. Hier kam die Besinnung. Und hier kam das, wie auch einige Gelehrten sagen, dass was er vorher schon gehört hat, bevor er zum Haus gekommen ist, hat schon einen Einfluss auf ihn gehabt. Aber die Wut hat es überdeckt. Dann sagte er: O Fatima, gib mir bitte von dieses Papier oder das, was sie rezitiert hat, ich möchte es gerne lesen. Fatima Ridwanullahi alayhi sagte in einer Überlieferung, was die Ahlus Sira der Biografie auch überliefert haben, sagte: Geh dich waschen, denn ich will nicht, dass du, wenn du nicht gewaschen bist, Rijis, wenn du nicht rein bist, dass du es anfährst. Umar radiallahu anhu ging und hat sich gewaschen. Er nahm das Blatt und las. Er las: Bismillahirrahmanirrahim. Hier die Wirkung, die Spritze, die Rechtleitung. Der Koran, liebe Geschwister, der Koran, Wallahi, der Koran ist ein gewaltiges Wunder. Der Koran, wenn wir ihn lesen, er nimmt uns ein, er beeinflusst, er leitet uns recht, er reinigt unsere Brust. Nicht nur für Umar, sondern für alle Menschen. Der Koran, Umar liest: Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Und er sagt: Da drin ist nichts Schlechtes, da drin ist nur Wunderschönes. Und er liest weiter: Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fis-samawati wa ma fil-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Bis noch zwei Verse weiter die Geschichte von Moses erwähnt wird. Taha, wir haben den Koran nicht auf dich hinabgesandt, damit du traurig bist. Es ist nur eine Erinnerung für den, der fürchtet. Eine Herabsendung von demjenigen, der die Erde und die hohen Himmel geschaffen hat. Ihm gehört, was in den Himmeln ist und was auf der Erde ist und was dazwischen ist und was tief im Erdreich ist. Der Alabama, der sich über seinen Thron erhoben hat. Und wenn du dein Wort offenlegst oder geheim hältst, so kennt er das Verborgene und das, was noch verborgener ist. Allah, kein Gott ist da, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer ihm. Ihm stehen die schönsten Namen zu. Umar radiallahu anhu berichtete: Hier ist der Islam in mein Herz gekommen. Hier kam der Islam in mir rein. Hier hat der Umar radiallahu anhu diese Worte gelesen und es hat ihn von einem fanatistischen Nationalisten sofort umgewandelt in einen Gläubigen. Und das war Umar, war später bekannt dafür, dass sobald er einen Vers hört, es hat ihn komplett verändert. Seine Stimmung hat sich komplett verändert. Der Koran hatte auf Umar, selbst wenn er vorher in großer Zorn war, sofort beruhigt und beeinflusst. Er war bekannt und schon bei seiner Konvertierung. So machte er sich auf den Weg, nicht um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten, sondern um seinen Islam zu verkünden. Und es sagte dann der Schwager: Ich hoffe, Schwager von Fatima, ich hoffe, dass du die Dua von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bist, als er gesagt hat: Allahumma a'izz al-Islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayk bi Umar ibn al-Hisham wa Umar ibn al-Khattab. Umar geht, nimmt den Islam beim Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Die Sahaba rufen ganz laut Takbir und sagen Allahu Akbar. Und wisst ihr, Ibn Mas'ud radiallahu anhu hat gesagt, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu hat gesagt: Wallahi, wallahi, ma zilna izzatan mundhu an aslama Umar. Wallahi, wir wussten nicht, was Stärke ist, Kraft ist,
bevor nicht Umar den Islam angenommen hat. Der Islam. Und Abdullah Masud erzählt weiter. Wir konnten kein Tawaf an der Kaaba machen. Wir konnten kein Gebet an der Kaaba machen, bevor nicht Umar radiallahu anhu den Islam angenommen hat. Sie waren 39 und Umar hat sie mit 40 vervollständigt. Sein Islam, seine Konvertierung war ein Sieg für den Islam.